Ich habe jetzt nicht geklatscht, aber ist egal, Ja, toll, weil du nicht geklatscht oder? hast, ne, haben wir jetzt ein riesengroßes Problem, wie ich das Video schneiden soll. Schäm dich. Jetzt kannst du es gar nicht mehr schneiden. Nee, Ich würde es eigentlich jetzt. löschen einfach. Ja, ich würde auch einfach löschen. Ja, Ja, da sparen definitiv. wir uns vielleicht auch Millionen von Discards. Cool. Stimmt, Schreib in heute den passiert ja ein Chat. bisschen was, gell? Habe ich Heute gehört. passiert einiges. Oh Ja, und ja. was passiert, das seht ihr jetzt. Wir starten rein in 3, 2, 1. An die smarteste Community auf YouTube. Herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch Jungs zum nächsten Video. Und es ist passiert. Wir gehen eine Stufe höher. Icon Discard Battle. Kennen wir. Ja, brauchen wir nicht mehr. Denn ich habe mir gesagt, wir machen den Search in Discard mit Spielern, wo ich mir nur an den Kopf greife, wenn ich die abstoßen sollte. Weil das abzustoßen, das tut schon weh. Klar, es ist Ende von FIFA 19. Aber trotzdem. Ja, und dazu habe ich mir natürlich jemanden geschnappt, der genauso Bock hat, ein bisschen was abzustoßen. Wie sieht's aus, Tone? Hast du Bock? Ja, servus Leute, ich bin's der Tabak und natürlich habe ich Bock. Zumal ich hoffentlich nicht verlieren werde, weißt du? So ein Ding ist das. Ist ja natürlich Das schön. ist halt, ja, die große Frage stellt sich. Wer gewinnt das Ding? Wer verliert das Ding? Und wer vor allen Dingen bezahlt 50 Euro an den Gewinner? Genau, Ja, darum geht's FIFA ja. Points, ihr wisst ja schon, Bossio, ja, da habe ich gut abgestaubt. Jetzt will ich natürlich weitermachen. Ja, ich will den Monat September Ganz ohne ohne eigene Verluste. Ausgaben. Ja, mit Clever. So, mit Ja, Auge musst du so, das halt machen. ja, nicht Weißt du? schlecht, nicht So geht schlecht. Ich das. freue mich drauf. Search and Discard ist jetzt für mich auch das erste Mal, dass wir es heute überhaupt aufnehmen. Das ist schon was Besonderes, ja. Und ich habe gute Spieler drin. Ich hoffe, du auch, Chris, ja. Ja, Ich hoffe, du enttäuscht uns definitiv. nicht. Die Spieler sind richtig, richtig heftig. Wir haben natürlich auch ein Video bei Tone aufgenommen. Das kommt natürlich auch noch online unten in der Videobeschreibung. Abchecken, Daumen nach oben geben, supporten. Ja, Hashtag Wort zu 200k bei uns beiden. Herz geht raus an den kompletten Support der letzten Jahre. Tone, was denkst du, wie viel Daumen nach oben schaffen wir heute? es ist ja nicht mehr lange bis FIFA 20 hin. Ich finde, das ist schon ein schönes Video, um nochmal wirklich Vollgas zu geben. Lass versuchen, vielleicht 7777 zu knacken. Das wäre phänomenal, Leute. Supportet nochmal. Uns würde es freuen. Und generell, was ihr gemacht habt dieses ganze Jahr in diesem FIFA, war unglaublich. Muss man ehrlich sagen. Ehrlich jetzt. Richtig, War echt krass. Riesensupport und riesengroßes Dankeschön geht raus. Bevor wir aber reingehen in die ganze Search and Discard-Sache, habe ich noch was für euch und das möchte ich euch natürlich noch mit auf den Weg geben. Abfahrt. Denn das ganze Video entsteht in Kooperation mit dem Sky Supersport Ticket. Denn ihr wisst ja, die Bundesliga hat letzte Woche angefangen und morgen geht es direkt weiter mit dem nächsten Kracher. Schalke Bayern, wird es Schalke schaffen, in irgendeiner Art und Weise diese Saison sehr, sehr positiv gestalten zu können. Bayern natürlich der haushohe Favorit. Und da bin ich extrem gespannt, wie das ganze Spiel ausgehen wird. Und am Sonntag haben wir direkt den nächsten Kracher. Zwei ambitionierte Mannschaften, die ins internationale Geschäft möchten, spielen gegeneinander. Leipzig gegen Frankfurt. Auch da lassen wir uns überraschen, wie das ganze Spiel ausgeht. Und das Schöne an der ganzen Sache ist, die beste Liga der Welt ist natürlich auch beim Sky Supersport Ticket enthalten, denn die haben nämlich bis 2021 Exklusivrechte für die Premier League erworben. Und da geht es halt direkt morgen los, Kracher. Nach letzter Woche Tottenham gegen Manchester City haben wir jetzt Arsenal gegen Liverpool. Champions League-Sieger Jürgen Klopp gegen Arsenal. Und Arsenal hat gute Transfers getätigt. Lassen wir uns überraschen. Schreibt mir gerne unten in die Kommentare, was denkt ihr? Wie gehen diese drei Spiele denn überhaupt aus? Nicht zu vergessen, zweite Bundesliga, Champions League ist natürlich auch mit am Start. Und gerade Bundesliga und Champions League Konferenzen. Ne? Ihr wisst es genau, mit Freunden zusammen abends oder nachmittags am Samstag zusammenschauen, ist absolut ein geiles Erlebnis. Und das kann natürlich nur mit dem Sky Supersport Ticket gemacht werden. Ihr seid bei allen Erlebnissen dabei. Jedes Tor könnt ihr sehen. Ihr könnt die Emotionen für euren Lieblingsclub absolut freien Lauf lassen. Ne? Und dadurch ist natürlich Fußball-Entertainment auf einem anderen Stern, auf einem anderen Next Level geschaffen. Wie ihr das Ganze bekommt, ist eigentlich relativ einfach. Ultimatives Fußballerlebnis für 9,99 € mit dem Sky Supersport Ticket im allerersten Monat. Ihr könnt euer Gerät frei auswählen. Ihr könnt sofort losstreamen. Ihr könnt geile Nachmittage, geile Abende mit euren Freunden, mit der Familie oder auch wem sonst verbringen. Das Ding ist definitiv richtig gut und deswegen kann ich euch echt empfehlen, einfach mal unten auf den Button zu klicken und einfach mal das Ding zu testen. Denkt auf jeden Fall dran, schreibt mir gerne eure Titeltipp zum Beispiel aus der Bundesliga oder aus der Premier League oder sogar Champions League Finalist. Ja, unten in die Kommentare. Ich bin mega gespannt, was da einige schreiben werden. Und jetzt geht's aber los mit dem Video, mit dem richtigen Discard. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß. Ja, Jungs, ich hoffe, ihr checkt das Ganze ab. Vielen, vielen Dank auch nochmal an Sky Ticket für die überragend geile Möglichkeit, das euch hier beizubringen. Ist eine geile Sache. Also, Abfall ist angesagt. Damit gehen wir rein. Ihr seht, wir haben 5 Special Karten mit am Start. Jeweils 2 Icons und 3 andere Special Karten. Der Gewinner ist derjenige, der als erstes 3 Special Karten getroffen hat. Welche das sind, das werden wir merken. Ne? Geht im Schiffe versenken Prinzip natürlich. Wir starten rein mit der ganzen Sache mit Schnick, Schnack, Schnuck.
Und dann wissen wir auch, wer anfängt. Deswegen, bist du bereit, Toni? Ich bin bereit und ich hätte echt Lust auf ein paar FIFA-Points. Deswegen, Chris, ich will gewinnen, okay? Mach mal. Gut, Stein, Schere, Papier, auf geht's. 3, 2, 1 und was hast du gewählt? Ich habe jetzt gewählt und zwar, jetzt habe ich mal Papier genommen. Hast du wieder Stein? Ja, ich habe wieder Stein, jawohl. Das heißt, du darfst anfangen. Füße gehen raus. Let's go. Cool. Okay, ja, dann das ist gut. Los geht's. Das ist gut. Du hast wieder die 4-3-3, oder? Ja, ja, genau. Sehr gut. Die Standard 4-3-3. Ja, das ist so eine Standardposition quasi für dieses Format. Vorne hast du nichts Gutes im Tor. Ich nehme jetzt den Torwart zum Beginn. Hey, come on, das ist doch nicht dein Ernst, wirklich. Was ist? Ja, du triffst direkt die erste Special-Karte. Grüße gehen raus, ja, an Futi Alaba. Alles klar. Bayern-Spieler. Das heißt, Torwart starte ich mir auf. Er ist schon mal weg. Guter Start, Tabako. Wir wollen die, ja, FIFA-Points. 1-0. Deswegen fange ich mal an mit deinem Spieler. Hau raus. Ich nehme als allererstes deinen rechten zentralen Mittelfeldspieler. Alles klar, dann hast du meinen japanischen Freund getroffen. Kimoto. Dasselbe, wirklich. Man kennt ihn. Kollege, hasta la vista, Baby. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja? Guter Mann. Cool. Cool, gell, Chris? Also, ja, mir macht das Format, muss ich sagen, sehr viel Spaß. Deswegen, ja, gehen wir rüber zur nächsten Position. Wir haben bis jetzt den Torhüter. Wir müssen ein bisschen so umgekehrte Psychologie spielen. Vorne hast du im Mittelfeld eigentlich kaum gute Spieler. Ich denke, du wirst es diesmal ein bisschen anders gemacht haben. Ich nehme den linken ZM. Wir kennen ihn alle. Cristiano Ronaldo, Team of the Year war dort mal. Vielleicht habe ich da irgendwas gehört, dass du auf den Tisch gehauen hast. Habe ich zufällig was getroffen, Chris? Das wäre echt geil. Ich würde mich nur freuen. Und dann ist das Problem ist an der Sache, wir, ja, haben ja schon das Video bei Tone aufgenommen, da habe ich nichts hingestellt. Kann ich euch jetzt schon mal spoilern. Ja? Und habe gesagt, pass auf, niemals würde ich dort mal was hinstellen. Genau. Und mit niemals habe ich gedacht, der glaubt auch daran, dass ich dort niemals was, genau, hinstellen würde. Tabakko ist ein das Fuchs, aber, sieht nicht so aus, aber das, ist so. Ja, das Schlimme halt, ja, an der ganzen Sache ist, ich stoße im LZM Cristiano Ronaldo Team of the Year ab. Jetzt trifft es im LZM den Ronaldo, aber den Prime, hier Prime, 96. Ganz kurz, jetzt mal Real Talk, jetzt mal ehrlich. Hast du Ronaldo den Dicken? Also du weißt schon, wen ich meine. Den Dicken, ja. Du hast 96er. Den überhaupt in das Format reingetan. Natürlich. Und den, ja, habe ich gerade getroffen. Den hast du gerade getroffen. Ich könnte gerade heulen ohne Ende. Und viele schreiben, warum stellst du den nochmal auf LZM? Weil ich gedacht habe, Tone nimmt den nicht. Wegen Ronaldo. Okay. Da denkt er, nee, da stellt er eh nichts hin. Okay. Das ist also erstmal, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass du so eine Karte drin hast. Ich habe... Also Chris weiß auch nicht, was für Spieler ich jetzt gerade drin habe. Hast du einen dicken Ronaldo drin, egal. Alter, das ist krank. Okay, ich zieh runter. 3, 2, 1. Dieses Format ist das Highlight der Sinnlosigkeit. Wie wir aber auf so ein Format auch kommen. Ich frag mich, wieso machen wir denn das überhaupt? Wirklich. Und ich denke mal, du hast im linken Flügel auf jeden Fall jemanden stehen. Bruder, Jungs, ganz kurz, gell? Ich schwöre auf alles, was mir heilig ist. Wir haben nichts, 0 was abgesprochen. Ich mein's ernst, okay? Weil das jetzt so hart auf hart gerade kommt. Ich kann's. Das hab ich getroffen, ey. Du hast einfach Optimus Moment Growth abgestoßen. Und los! Direkt Karma kassiert! Direkt Karma, das Ding! Wirklich. Halt echt, gell? Jetzt kannst du einen Top 10 machen. So ein Ding. Oh mein Gott. Ja, aber es tut gut, Jungs. Es tut gut. Das Format ist echt klasse. Wir haben es auch bei mir schon gesagt. Aber ganz ehrlich, Leute, wenn ihr das Format mal zu FIFA 20 sehen möchtet, dann haut's in die Kommentare. Ihr wisst Bescheid. 3, 2, 1, bumm. Und es tut mir leid, dass ich mich gerade gefreut habe, aber das Karma war gerade so schön, wirklich. Es tut mir leid, wirklich. Aber ich fühle es richtig, dieses Karma. Nein, es ist alles okay. Ich fühle es gerade richtig. Also, das ist... Das habe ich schon verdient so. Und du hast auch was, ich nehme bei dir den linken Flügel. Du hast auch was Gutes da. Nee, ich habe Bronze dort stehen. Alles gut. Alles klar, ja. Schreibe ich den linken Flügel auf. Haben wir auch schon durch. Nicht schlecht. Ja, richtig. Und wenn du im linken Flügel was hast, dann hoffe ich, dass du auch was auf dem rechten Flügel hast. Du bist so ein Arsch. Ja, danke. Sorry. Rachel van Dijk. Du, Piotr, ihr kennt ihn. Ja, auf die hier. Spieler des Jahres. Ja, der darf man auch kurz und knackig gehen. Das ist der Ausgleich, Jungs. Das ist der Ausgleich. Ja, steht 2-2, Mann. Ich will aber den Fuchs wenigstens gewinnen, ey. Wenn ich einen Kräuf abstoße, dann will ich einen Fuchs haben, okay? Ich nehme deinen rechten Innenverteidiger, mein Lieber. Ja, damit triffst du eine absolute Legende, aber die nennt sich nicht wie eine Legende, sondern es ist Bernie. Nee, eigentlich ist es keine Gefahr. Ich nehme einfach den Stürmer. Let's go. Oh
Oh Mann. Nein, Spaß. Du hast Lee getroffen. Der Bronzespieler. Lee, have a good time, my friend. And see you maybe next year. Maybe not. And ich nehme als nächstes den sage und schreibe. Ich nehme den Rechtsverteidiger. Es ist eine absolute Frechheit, wirklich. Es ist so eine absolute Frechheit. Das kannst du mir doch nicht erzählen. Habe ich jetzt einfach nur eine Special-Karte getroffen? Ich meine, da habe ich gewonnen. Nee, dann du hast Prime Icon Moment Maldini getroffen. Cool. Okay, also, wenn es eine Beschreibung für Ripperino gibt, dann ist es das Video, okay? Also, Freunde. Also, die letzten Monate war es Katastrophe, wirklich. Letzte war Katastrophe. Aber ich darf doch noch nachziehen, oder? Du hast doch angefangen. Ja, klar, aber ich habe ja trotzdem. Ja, genau. Ja, klar. Du darfst doch einen nachziehen. Okay. Aber ich glaube, ich habe schon gewonnen, oder? Ah, nee, Schmarrn. Oh. Wenn ich jetzt treffe, dann ist es unentschieden. Okay, oh mein Gott. Ich dachte, ich habe schon gewonnen, Alter. Schau. Dann machen wir hier Dings. K.O.-Phase. Ja, oh Gott. Ich gehe absolutes Risiko. Ich nehme einen Torhüter. Ich meine, du hast jetzt nicht den Besten getroffen. Du hast von meinen Special-Karten theoretisch den Schlechtesten getroffen. Aber die sind alle gut. Aber es ist Team of the Season Robertson. Ja. Oh mein Gott, es geht halt weiter. Es ist oh halt mein so Gott. Lächerlich. Es ist so lächerlich. Willst du, dass man alle abstößt, oder was? Ich meine, nachdem man ja, Maldini... Das kann halt passieren. Ich nehme den LV. Glücklich, Bronze. Das gibt's nicht. Das gibt es nicht, Mann. Deswegen nehme ich den linken Innenverteidiger. Sehr gut. Das ist ein Bronzespieler, Ruben. Kollege, hau ab. Ich hoffe, du bist schon am Shaken. Shake that ass. Ich nehme den mittleren ZM. Bronze. Nein, das gibt's nicht. Rechter Innenverteidiger. Bronze-Keeper, Leon. Ich nehme deinen Stürmer. Ab damit. Bitte, 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 Chris. Es ist... Du triffst Team of the Season Laporte in Rot. Okay, sehr gut. Jetzt kannst du aber noch nachziehen, gell? Und jetzt kann ich nachziehen, oh mein Gott. Der Laporte tut mir halt absolut nicht mehr weh. Ich habe Ronaldo abgestoßen. Ja. Laporte ist ich kann noch nachziehen. Schlimm. Ich kann noch nachziehen. Come on, Chris. Wo gönn mir doch bitte die FIFA-Points, Chris. Mittleren ZM. Ja, Mann! Ja, nein! Weißt du, was so krass war? Also, du hast einen Bronzespieler getroffen. Das heißt, das Ding geht an mich. Ja, gewonnen. Tabaco ist winning. Ja, Hype is back. Krankes Format. Jungs, was soll ich sagen? Krass. Die Rest in Peace-Monate sind absolut abartig durchgegangen mit mir. Also das ist Wahnsinn. Ich hatte mal vor 14 Millionen Coins. Ich habe noch 500.000. Ich sag dazu nichts weiter mehr. Ich habe ein paar Icons abgestoßen. Grüße gehen raus an Ronaldo und Maldini. Also, dass du heute Ronaldo reingepackt hast. Ja gut, ich habe einen Cruyff abgestoßen. Okay, ich sag auch nichts. Ja. Und ja, Jungs, wenn euch das ganze Format gefallen hat, vielen, vielen Dank erstmal für eure Aufmerksamkeit. Gebt dem Video noch einen Daumen nach oben, geht bei Tabak vorbei. Lasst den fetten Support da. In FIFA 20 wird es wieder genauso abgehen, das sage ich euch. Kranker Support das ganze Jahr über, absolut unglaublich. Vielen, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob das letzte, vorletzte FIFA-Video sein wird. Vielen, vielen Dank. Kuss geht an jeden einzelnen von euch raus. Wirklich, ist unfassbar geil, mit so einer Community zusammenzuarbeiten. Streams gehen wieder bald los. Vieles kommt auf euch zu. Wir sind heiß. Tabaco, du hast die letzten Worte. Ja, auch nochmal von mir ein großes Dankeschön. Auch danke an die Smexy Army. Hat immer Spaß gemacht, hier Videos aufzunehmen. Ich meine, es ist ja nicht zu Ende. FIFA 20 kommt ja dann bald. Ist zwar noch ein bisschen hin, aber Leute, wir machen das Ganze. Wir rocken das. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haus raus, Tabak. Gutes Deutsch. Ciao. Ja, Jungs, macht's gut. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Denkt dran, Sky Supersport Ticket unten in der Videobeschreibung verlinkt. Geht da auf jeden Fall mal drauf, lest euch das Ganze durch. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag. Lasst es krachen. Abfahrt ist angesagt. Auf eine geile Bundesliga-Saison, auf eine geile Champions League-Saison und auf eine geile FIFA 20-Saison. Ich bin damit raus. Vielen, vielen Dank nochmal an Sky Ticket für die Kooperation. Kuss geht raus. Ich bin damit raus. Macht's gut. Haut rein und ciao, ciao.